So, herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de. Unser Bollerwagen von FuchsTech, da war vorne, wie ihr seht, diese Deichsel da so ausgeleiert und es hat mich tierisch genervt. Und ich vermute mal, dass das bei vielen ist und nicht nur bei uns, wobei uns ist halt schon viel draußen, viel in der Sonne und so. Und ich möchte euch schon zeigen, wie man das ganz einfach reparieren kann. Die Reparatur ist ein bisschen Pakistani-Truck-like. Ich verlinke euch den Kanal unten, meinen Lieblingskanal. Ihr braucht einen Heißluftföhn, mit einem normalen Föhn geht's nicht. Dann müsst ihr das warm machen, bis es relativ warm ist. Und dann am besten mit einer Zange am Anfang ein bisschen zudrücken. Wenn es dann nicht mehr ganz so warm ist, dann kann man es mit der Hand so ein bisschen hinbiegen. Das gleiche auf der anderen Seite auch mit dem Föhn. Ich habe da extra einen Aufsatz genommen, damit es eben die Wärme ja wirklich dahin geht. Da auch wieder gut warm machen, aber nicht zu warm, klar. Das merkt man, wenn es so sich leicht biegen lässt. Dann mit der Zange wieder ein bisschen die erste Form herstellen. Und dann sind beide so noch ein bisschen weich. Und dann kann man die Deichsel hochmachen. Und dann kann man es mit der Hand noch ein bisschen nachbiegen. Und gegebenenfalls müsst ihr das dann noch ein bisschen festhalten, bis es dann vollständig ausgekühlt ist. Ich bin mal gespannt, wie lang es tatsächlich hält. Aber auf jeden Fall funktioniert es jetzt erstmal sehr gut wieder.